Liverpool, eigentlich bekannt als die Stadt der Häfen. Doch was viele nicht wissen, Liverpool hat eine ausufernde Gangkultur, die weit zurückreicht. Ich werde euch heute die Geschichte der Gangs in Liverpool näher bringen. Vom Ursprung der ersten Gang bis zu dem aktuellen Stand. Liverpool musste in den letzten Jahren immer wieder negative Schlagzeilen verbuchen. Doch dazu kommen wir ein bisschen später. Der beste Weg, um meine Arbeit hier auf YouTube zu unterstützen, ist es, das Video zu bewerten. Ihr würdet mir mit einer Bewertung und einem Kommentar extrem weiterhelfen. Ein großes Dankeschön an alle, die meine Arbeit ständig unterstützen. Damit starten wir in das Video. Wir schreiben die späten 80er. Das eigentlich als Hafenstadt bekannte Liverpool erregt sehr viel Aufmerksamkeit, doch nicht im guten Sinne. Die Straftaten, die in Verbindung mit Streetgangs standen, explodierten förmlich. Es wurde auch immer mehr Rauschgift konsumiert. Viele von den kleinen Gangs wurden zu regelrechten Drogenkartellen. Die mächtigste und größte Organisation zu dieser Zeit war die Liverpool Mafia. Die Liverpool Mafia galt als das erste Kartell aus England. Liverpool war einfach der perfekte Ort für den Drogenhandel. Irgendwann reichte es nicht mehr aus und es wurden mächtige Verbindungen erstellt. So wurde zum Beispiel mit dem berüchtigten Cali-Kartell zusammengearbeitet. Viele Gangster aus Liverpool wurden extrem reich und wohlhabend. Doch das ist ein anderes Thema. Im heutigen Video möchte ich mich eher mit den herkömmlichen Streetgangs beschäftigen. Die erste bekannte Gang aus Liverpool ist wohl die High Rip Gang. Sie waren dafür bekannt, dass sie sich mit Messern bewaffneten und dann überfielen sie Hafenmitarbeiter und Segler. Eine rivalisierende Gang waren die Cornermen. Sie machten ihrem Namen alle Ehre. Die waren dafür bekannt, dass sie einfach Leute an den Straßenecken attackierten. Es gab bei ihnen nicht einmal einen Grund für die Attacken. Also, man musste nur zur falschen Zeit am falschen Ort sein. Die Cornermen wurden ziemlich schnell zu einer berüchtigten Gang in Liverpool. Die Cornermen waren in den mittleren 80ern aktiv. Sie waren auch für den ersten tödlichen Vorfall in Verbindungen mit Gangs verantwortlich. Dabei wurde ein Hafenmitarbeiter auf offener Straße von drei Membern der Cornermen attackiert und dabei tödlich verletzt. Eine weitere Gang, die damals aktiv war, war die High Rip Gang. Sie waren ungefähr gleich wie die Cornermen, doch sie unterschieden sich trotzdem von ihnen. Michael McIlwee berichtet davon, dass die High Rip Gang schon ziemlich organisiert war. Sie waren so ziemlich die erste Streetgang, die einen Teil ihrer Verbrechen planten. Liverpool war anfangs eigentlich eine Stadt, die viel zu bieten hatte. Doch die Zeit änderte alles. Die 80er waren der wirtschaftliche Tiefpunkt für die Hafenstadt. Es gab immer mehr Arbeitslose, da einfach viele Betriebe schließen mussten. In 1985 war die Arbeitslosenrate in Liverpool um rund 20% höher als im Rest von England. Zu dieser Zeit stieg auch die Drogennutzung hoch. Die Arbeit sowie Perspektivlosigkeit ist der Grund, warum die Kriminalität so präsent wurde damals. Einer der ersten Auseinandersetzungen zwischen Gangs war die zwischen der High Rip Gang und der Longwood Gang. Die Longwood Gang war eine Gang, die aus Hafenmitarbeitern bestand. Sie hatten sich dazu entschieden, sich zu verbünden, um gegen die Übergriffe der High Rip Gang vorzugehen. Die Gangkultur in Liverpool entwickelte sich immer weiter. Die Gangs wurden immer organisierter und brutaler. Es kam dann immer wieder zu Schießereien zwischen den verfeindeten Gangs. Es wurden aber auch einige neue Gangs ins Leben gerufen, die wiederum mit anderen Gangs in einen Streit verfielen. Die Gangs hatten meistens immer wegen denselben Themen Streit. Geld oder Postleitzahlen, die ihnen nicht einmal selber gehören. Die Krogstaff Crew ist eine der bekanntesten Gangs aus dieser Zeit. Sie wurden in 1989 gegründet und sie kamen immer wieder in Auseinandersetzungen mit anderen Gangs. Die Krogstaff Crew ist auch unter dem Namen Crocky bekannt. Die bekannteste Auseinandersetzung der Crocky Crew war mit der Strand Gang aus Norris Green. Die Krogstaff Crew bestand eigentlich wie so viele andere Gangs aus Jugendlichen, die schon früh auf die falsche Bahn abgedriftet waren. Die Krogstaff Crew stammte aus der L11, was eine Postleitzahl ist. In der L11 sind Norris Green und Krogstaff ansässig. Beide Gangs waren im Drogenhandel aktiv und beide Gangs waren schwer bewaffnet. Die Crocky Crew galt als organisierter, währenddessen die Norris Green Gang einfach größer war. Eine der bekanntesten Aktionen aus dieser Auseinandersetzung spielte sich zu Neujahr 2004 ab.
Danny McDonald war ein Anführer der Crocky Crew und er war an diesem Abend in einer Bar, um zu feiern. Er feierte an der Grenze von West Derby und Norris Green. Die Feier wurde unterbrochen, als ein maskierter Hitman die Bar stürmte. Er hatte es ganz klar auf McDonald abgesehen. Der Hitman öffnete das Feuer und so verletzte er McDonald tödlich. Der Hitman war wohl von der Norris Green Gang. Daher war klar, dass es ein Nachspiel haben würde. In den nächsten Tagen kam es immer wieder zu Schießereien zwischen den beiden Gangs, dabei wurde aber niemand verletzt. Viele von den Gangstern wurden aber auch verhaftet und in das Gefängnis gesteckt. Es gab dann auch noch die Crockstaff Young Guns, die den Platz der originalen Gang übernahmen, als diese von der Polizei zu großen Teilen ins Gefängnis gebracht wurde. Die Young Guns trieben die Auseinandersetzung mit Norris Green wieder zu einem erneuten Höhepunkt. Sie benutzten teilweise auch Bomben, um Norris Green zu attackieren. Die Young Guns nutzten ihre Erlöse aus dem Drogenhandel, um sich den Kampf gegen Norris Green zu finanzieren. Ein Richter sprach davon, dass die Gangster noch nie einen ehrlichen Tag in ihrem Leben gearbeitet hatten. Sie hatten es nicht einmal versucht. Sie verbrachten ihre Tage nur damit, mit Rauschgift zu dealen. Es schien so, als wären sie eine Truppe, die alle moralischen Standards der Gesellschaft ablehnte. Die Polizei ermittelte 18 Monate gegen die Young Guns. Sie konnten immer wieder Waffen sicherstellen, die sie dann zu den Schießereien rückführen konnten. Die Situation wurde immer besser rund um die L11. Die Polizei konnte immer mehr Gangster von der Straße holen. Das sorgte für immer weniger Gewalt. Die Daily Mob war eine von den gefürchtetsten Gangs von Liverpool. Sie waren vorrangig im Norden Liverpools aktiv. Die Daily Mob stammt aus der Delamore Street in Kirksdale. Die Daily Mob ist dafür bekannt, dass sie andere Drogendealer ausrauben. Sie raubten die ein oder andere Cannabisfarm im Norden Liverpools aus. Nach dem Encrochat-Hack kamen auch einige Sachen in die Hände der Ermittler aus der Daily Mob. Ein bekanntes Mitglied aus der Daily Mob hatte nämlich einen Service auf Encrochat angeboten. Jonathan Gordon bot an, dass er die verschiedensten Straftaten gegen Bezahlung ausführen würde. Die Polizei verhaftete ihn, nachdem sie an die Chats kamen, und er bekam eine lebenslängliche Haftstrafe. Es gibt einen weiteren bekannten Vorfall der Daily Mob. Die Polizei verfolgte im Oktober 2016 einen grauen Audi. Der Audi crashte dann in eine Metallwand in der Walton Street. Aus dem Wagen sprangen zwei Personen, die sofort flüchteten. Die Polizei musste was Erschreckendes feststellen, als sie das Auto durchsuchten. Sie bemerkten, dass jemand im Kofferraum gefangen war. Es war ein Drogendealer, der wohl verfeindet mit der Daily Mob war. Die Polizei hatte dem Dealer das Leben gerettet. Jonathan Gordon wurde zwar nie für diese Aktion verurteilt, aber er hatte dokumentierte Verbindungen zu den Beteiligten. Die Entführung lief wie folgt ab. Der Dealer fuhr den grauen Audi, als er bei einer Kreuzung von zwei weiteren Fahrzeugen eingeklemmt wurde. Eine weitere Figur aus den Straßen Liverpools ist ein Mann namens Curtis Warren. Er war zwar kein Mitglied einer Gang, doch er gilt als einer der mächtigsten Drogenbarone von Liverpool. Der spätere Drogenboss wuchs in Toxteth mit seinen beiden Eltern und zwei Geschwistern auf. Warren kam dann in die Türsteherszene. Später traf er dann eine Person, die sein Leben verändern würde. Warren arbeitete in den späten 80ern für einen Mann namens Brian Charrington. Charrington und Warren entschieden sich in 1991 zu einer Reise, wo sie die Yacht von Charrington benutzten. Sie segelten zuerst nach Frankreich und dann nach Venezuela. Die beiden vereinbarten dann in Venezuela einen Deal mit dem Cali-Kartell. Warren beteiligte sich dann am internationalen Drogenhandel. Er wurde jedoch in 1996 von der Polizei verhaftet und er bekam dann später auch noch extra Jahre, als er einen weiteren Insassen tödlich verletzte. Warren ist mittlerweile wieder auf freiem Fuß. Ja Freunde, ich hoffe, dass ich euch mit dieser Liste ein bisschen über den Untergrund in Liverpool informieren konnte. Damit bedanke ich mich fürs Einschalten.